Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. An dieser Stelle erstmal vielen Dank für 200 Abonnenten. Leider werdet ihr das viel zu spät sehen, weil ich schon ein paar Videos vorproduziert habe. Und ich logischerweise das dann nicht irgendwie neu aufnehme. Aber dafür habe ich es in einem Kommentar erwähnt, unter einem Video, direkt nachdem ich die 200 Abonnenten erreicht habe. Und vielen Dank. Schön, dass es alles so gut ankommt hier. Und vor allem auch, dass hier jetzt New Super Mario Bros., obwohl die allermeisten es wahrscheinlich schon mehrfach gesehen haben werden, dass das auch ganz okay läuft. So. Oh shit. Wäre ich da klein gewesen? Down. Aber sowas von. Ja, genau, stimmt. Das One-Up-House, was ich eigentlich noch machen wollte, das lassen wir sein. Weil, ja, schaut euch die Leben an. Wir haben 99 Leben erreicht. Wäre vielleicht noch trotzdem interessant zu machen, das One-Up-House. Aber, oh, nice. Aber es würde sich irgendwie ziemlich useless anfühlen, das jetzt zu machen. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, lasse ich das halt erstmal sein. Und mach das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Okay, ist tatsächlich die zweite Starcoin. Ich hätte erstmal ganz nach oben gemusst und dann hätte ich für die Starcoin wieder runtergekonnt. Ja, komm. So, das ist ja wohl mehr als offensichtlich. Moment mal. Aber was ist hier denn jetzt los? Wie kommt man denn da hoch? Doch nicht nur mit einem Mini-Pilz, oder? Boah, geh du mal weg. Oh, Alter. Puh, da musste ich mich jetzt aber richtig anstrengen für. Holy shit. Okay, wie ist der Intervall? Ja, ganz okay auf jeden Fall. Auf jeden Fall machbar. Ja, dann kann man sich hier hinhocken. Und ja. Das war's auch schon. Easy. Aber jetzt mal ernsthaft. Wie kommt... Oh, cool. Ja gut. Aber wie kommt man da normalerweise hoch? Weil ich glaube nicht, dass das so gemacht werden soll. Weil ja... viel zu schwer, eigentlich. Und das ist für die meisten. Wenn man den Wandsprung nicht so gut kann, dann wird das gar nicht so toll, da hochzukommen. So, da muss irgendwie was noch sein. Vielleicht ein versteckter Block, den ich jetzt nicht gefunden habe, weil ich habe auch versucht, einen versteckten Block zu finden. Aber nicht gefunden. Und vielleicht soll es auch mit dem Mini-Pilz gelöst werden. Ich glaube, wir machen erstmal ein Level, bevor wir abspeichern. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Und Moment, was? Hier sind dann doch nochmal die Spike-Fragezeichen-Blöcke. Warum sind die denn hier? Und warum ist hier ganz random so ein Dschungellevel in der, in der Bergregion? Der, hier. Ah, wie heißt denn das? Was ist denn der Kack nochmal? Ach, keine Ahnung, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Aber warum ist hier so ganz random einfach ein Dschungellevel? Nervt es gerade ein bisschen, dass ich
Gebirg. Gebirge, genau. Gebirgslevel. Das ist das, wonach ich gesucht habe. Warum ist hier ganz random erstmal ein Dschungellevel in der Gebirgswelt? Und hier geht's tatsächlich rein. Oh, und sogar direkt zur Starcoin. Aber hier rechts ist dann nochmal eine grüne Röhre. Den habe ich doch gerade weggemacht. Komm, ey. Da ging's doch noch rein. Wie kommt man denn da hin? Wie kommt man da hin? Vor allem. Müssen wir vielleicht den Maxi-Pilz benutzen? Ach so, hier. Ist die grüne Röhre. Aber gut. Es wird doch nicht verlangt, dass man den Maxi-Pilz ins Inventar nimmt. Und dann damit eine Starcoin holt, oder doch? Vielleicht hier rein? Nö. Da sind wir rausgekommen, ne? Ja. Okay, da kommt man auch nicht rein. Okay, hier geht's hoch. Ja, gut. Ja, sehr schön. Warum hat sich das denn jetzt so schnell gedreht? Ja, okay, komm. Ah, was soll's, was soll's. Mit dem Vorwissen können wir jetzt zumindest uns eine Maxi-Pilz holen. Ich hab direkt versucht zu springen, nur es ging nicht. Ich wurde instant runtergedrückt. Und bin da in die Grütze da reingefallen. Was war das denn jetzt für ein Scheißdreck? Und es ist keine Starcoin gespeichert. Wow. Super. Aber gut. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Scheiße. Bin gerade zu blöd, ey. Zu blöd für alles. Komm. Ah, Moment. Okay, hier gibt's rote Münzen. Das ist zumindest extrem gut. Da können wir ein Power-Up bekommen. Wunderbar. Hier war das, ne? Ja. Okay. Weiß zwar nicht, wenn man da links nochmal hinkommt, aber ist auch egal im Prinzip. Die 5 Münzen brauchen wir nicht. Und dann hätte ich hier gern den Maxi-Pilz. Ja, Mann. Geil. Ich frag mich, wäre dann hier ein Maxi-Pilz drin gewesen? Oh. Ich dachte, das ist schon vorbei. Da hätte ich fast den... Ja, okay, nö. Hätte ich fast den Block kaputt gemacht. Und er lässt einen One-Up fallen. Okay. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen nur die Starcoins. Hier wäre auch keiner gewesen, ne? Nö. Ja, alles klar. Dann soll man sich wahrscheinlich echt einen Maxi-Pilz da wegholen. Aus dem Pilzhaus. Und ja, damit dann halt in Level gehen. So wie ich es halt gerade gemacht habe. Schon wieder eine Schnapszahl und schon wieder ein Feuerwerk. Krass, wie oft wir in letzter Zeit ein Feuerwerk bekommen. Echt extrem. Und ein One-Up-Haus. Okay. Dann ab ins nächste Level. Ja, Mann, ey. Die Gebirgswelt ist richtig nice. Ich feiere die einfach. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil sie ein bisschen schwerer ist als die anderen. Aber... Oh. Was ist das denn für ein komisches Geräusch? Aber ja, gut.
nur weil sie schwerer ist, ja eigentlich nicht wirklich ein Grund, das so hart abzufeiern. Ich meine, sie hat jetzt nicht wirklich viel zu bieten. Sie ist halt grafisch nicht wirklich ansprechend. Sollte sie zumindest nicht sein, weil hier alles so grau ist. Ich finde, das hat irgendwie was. Ja gut, ich weiß zwar nicht, wie man das aktiviert. Aber brauchen wir auch nicht. Hä? Ja gut, dann Damage booste ich da. Jetzt egal. Obwohl, Moment, kann man hier? Ja, okay. Okay. Ich bin nämlich gerade gedacht, kann doch nicht sein, dass man Damage boosten muss. Alles klar. Hä? Jetzt los? Secret Exit oder was? War ein Secret Exit? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, komm, mach hinne. Hallo. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich hier als Kiddie andauernd die Sprünge falsch eingeschätzt habe und immer zu kurz gesprungen bin. Bei den Plattformen. Bin ich da andauernd verreckt. Ja, ich gehe mal davon aus, dass man hier oben lang soll. Da ist eigentlich auch egal, weil man von unten auch gut nach oben kommt. Ach, Moment. Hä? Hä, was ist hier denn jetzt los? Jetzt kommen wir wieder nach unten? Und müssen den Weg zurück, oder was? Moment, hier ist noch eine Röhre. Ah, okay. Die Röhre soll einen dann verraten, okay. Moment, da ist ein Secret. Geh da nochmal schauen. Alles klar. Und da wäre man bestimmt jetzt noch an die Fahnenstangenspitze gekommen. Aber gut. Braucht's jetzt nicht, ne? Ich denke, da wäre wieder ein versteckter Block gewesen, aber wie gesagt, brauchen wir nicht. Lassen wir einfach sein. Dafür die paar Münzen, das Power-Up zu riskieren, können wir auch sein. Mann, geh doch da hoch. Mario. Geht doch. Was ist jetzt hier verlangt? Ah, okay. Ja, gut, ist nur Bonus. Nehmen wir natürlich mit. Aber hätte es jetzt nicht gebraucht. Und das ebenso nicht. Nein, nicht schon wieder. Oh Mann, ey. Was ist jetzt gemein? Man kann da sogar gegenrennen gegen die Stacheln. Okay. Aber darf halt nur die Spitzen nicht berühren. Okay, wunderbar. Von die Halbzeitflagge erreicht. Und das ging in die andere Richtung. Alles klar. Was war hier? Ein Block. Mit einem Pilz. Wunderbar, den brauchen wir. Okay, die linke Röhre wird mich wahrscheinlich einfach nach links böllern, deswegen nehme ich die rechte. Aber eine Starcoin. Für die man sogar groß sein muss. Alles klar. Aber haben wir. Haben wir easy. Hallo. Geh hoch. Gut. Und noch eine Blume? Jo. Nice. Da ist das Starcoin. Ja, okay. War ganz nett. Und jetzt gibt's wieder den erschwerten Bowser Junior Fight. Den war easy machen.
Mit der Feuerblume. Ein paar Mal Feuerbälle ins Gesicht geworfen und einen Panzer, da war er weg. Ja, krass. Ja, wir speichern auf jeden Fall ab. Und gehen dann direkt in den nächsten Level. Also, so wie ich das geplant hatte im letzten Part, so ist es absolut nicht ausgegangen. Na gut. Passiert mal genauso wie das. Wenn man mal nicht aufpasst. Ach man. Okay, komm. Den brauchen wir jetzt aber. Wird safe später noch eine richtig fiese Stelle geben. Oh, das war richtig knapp. Das war richtig knapp, ey. Hier können wir doch safe. Ja. Super. Warum sind da Münzen? Nee, nee, ich schwimme da nicht runter. Niemals. Niemals. Aber sowas von nicht. Das ist der Stern. Oh, kann man den hier verlängern? Ja. Okay, ich denke, dann brauchen wir den auch. Lass mal ihn hier weiter bouncen. Und nehmen den dann so einfach die ganze Zeit mit. Ja, gut. Hat jetzt nicht so gewirkt, als würden wir ihn wirklich brauchen, den Stern. Das hier war auch eher ein Witz, aber klar, da kann man natürlich, wenn man klein ist, kann man da in eine richtig brenzlige Situation geraten. So. Aber wenn man, ach man, ey, wenn man ein bisschen mitdenkt. Haut ab! Geht weg! Ein bisschen mitdenkt, kann man den grünen Cheep Cheeps echt gut ausweichen. Alles klar. Übertreibt halt. Mann. Mario, du sollst in die Röhre da rein. Oder ist hier rechts noch was? Nö. Alles klar. Okay, ich hab's riskiert und wurde belohnt. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass man da runter kann. Na, ich dachte mir so, gut. Was gibt's für eine andere Möglichkeit? Und die sind ein bisschen zu schnell gefallen. Naja, was soll's. Wir haben leider keine Zeit für dich, Hammerbruder. Wir müssen hier durch. Und schleunigst die letzten Level abschließen. Weiß aber nicht, ob ich... Ja gut, ich werde hier auf jeden Fall noch die gelbe Röhre abchecken. Ist nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob ich noch den Level vor dem Castle machen kann. Ist auch ein bisschen kacke, diese Stangen hier, ne? Fangen erst viel zu spät an, sich zu bewegen. Aber ich find's cool. Dadurch können richtig gemeine Situationen entstehen. Was natürlich auch die Schwierigkeit erhöht. Da hatte ich jetzt Glück. Zugegeben, da hatte ich jetzt mega Glück.
Vor allem, dass das noch die Starcoin berührt hat. War krass. Weil eigentlich ist das Ding ja dran vorbeigegangen, ne? Eigentlich ist es dran vorbeigegangen. Aber gut. Ich werde mich jetzt mal nicht beschweren. Nice. Weil einen geschenkten Pferd schaut man nicht in den Mund. Oh Mann, ey. Hier rutschen wir einfach lang. Und das wiederholen wir. Und da ist nichts. Okay. Ich hätte gerne den Panzer. Echt gerne den Panzer. Ja, Mann. Nice. Aber diese Timing-Sachen, die habe ich drauf, ne? Die habe ich drauf. Na gut, da werden wahrscheinlich nur Gumbas rauskommen. Ja, Moment. Machen wir so. Ah, einen Moment mal. Da wird doch bestimmt die Starcoin sein, oder nicht? Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Hallo. Nicht mit mir. Ja, und die letzte Röhre wird wahrscheinlich unten lang führen. Okay. Gut. Dann ist da doch nichts. Hier müssen wir ran. Hier müssen wir auch ran. Wow. Toll. So, halt ein bisschen nach unten. Dann noch mehr Anschwung nehmen. Anschwung vor allem. Schwung nehmen. Alles klar. Da hätte man den Panzer jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber er hat die Sache auf jeden Fall viel leichter gemacht. Alles klar. Dann sind wir durch den Level auch ohne Fail durch. Nice. Finde ich gut. Ich hätte echt gedacht, wir failen da jetzt nochmal in dem Level. Aber nö. Gut, dann werde ich tatsächlich jetzt noch hier den letzten Level vorm Castle machen. Kann mich daran erinnern, dass es hier eine echt fiese Stelle mit einer Starcoin gab. Wir machen das hier einmal, einfach nur um es gezeigt zu haben, weil es einfach ultra nice ist. Okay. Hier war jetzt noch keine Starcoin, glaube ich. Da ist aber eine Starcoin. Wie kommen wir da ran? Ist hier unten ein P-Switch? Jo. Ja, okay. Ich hätte jetzt vielleicht noch gedacht, das hat eventuell noch mit einem richtig fiesen Secret zu tun. Aber, nee. Ich nicht. Hä? Ich hab die doch gar nicht berührt, die Starcoin. Naja, was soll's. Ich glaube, hier müssen wir sogar runtergleiten. Ja, okay. Da ist zumindest nochmal so ein Sprungbrett am Notfall nehmen könnten. Oh. Ja, Mann. Holy shit. Alles klar. Echt nice, dass ich mich daran erinnert habe. Hoch mit dir, Mario. Komm, ey. Hoch.
und runter. Ganzen Münzen sammeln wir auch noch ein. Einfach nur just for fun. Ich hab gesagt, die ganzen Münzen. Alles klar. Immer noch nicht am Ende des Levels. Ja, dann mach jetzt aber mal... Ah ja, ja, diese Passage mag ich irgendwie nicht. Ich meine, das ist zwar cool, hier mal so richtig viele Röhren nebeneinander zu sehen, aber das ist einfach pointless. Man schießt sich mit den ganzen Röhren einfach hier hoch. Und dann hier die, glaube ich. Ja, und kann damit die Fahnenstange erreichen. Unnötig die Stelle, aber macht Bock. Nun gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Welt 7 aussieht. Ja, okay. Okay. Dann wird das, denke ich mal, passen. Und wir machen dann im nächsten Part direkt zuerst hier das Castle fertig. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich weiß auf jeden Fall noch, was das für ein Boss ist. Und ich freue mich mega, den mal wieder bekämpfen zu dürfen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.